Bricktrick, der Tricktipp. Diese Ausgabe wurde produziert von Sören Bethker. Tipps und Tricks für Einsteiger in die Brickfilmbranche. Wie baut man Wasser ins Set ein? Heute wollen wir ein wenig Wasser ins Spiel bringen. Nur wie machen wir das am besten? Da gibt es vier Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 wäre, das ist meistens der erste Gedanke, echtes Wasser zu benutzen. Aber das wird nichts. Daher Möglichkeit Nummer 2. Wir benutzen blaue Legosteine. Doch jetzt haben wir mit den blauen Legosteinen kein richtiges Ufer. Zumindest sieht man es nicht. Dafür gibt es Möglichkeit Nummer 3. Wir setzen einfach blaue Pappe ein. Dann haben wir eine gewisse Tiefe und verdeutlichen somit das Ufer. Aber es gibt auch Möglichkeit 4. Wir digitalisieren die blauen Legosteine zu animiertes Wasser. Mit Hilfe von Squills können wir einen digitalen Fluss einsetzen. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.bricktrick.de. Wenn man einen traurigen Film drehen will, benötigt man meistens Regen. Für Realfilme kein Problem, man benutzt einfach den natürlichen. Doch bei Brickfilmen sieht das Ganze ganz anders aus. Wir brauchen da ein Softwareprogramm mit entsprechenden Regenpartikeln. Da eignet sich Squills sehr gut. Denn Squills gibt uns Regenvorlagen, wie wir sie gern hätten und, naja, wie man sie gerne einsetzen würde. Mehr Informationen darüber unter www.bricktrick.de. Und das war's auch schon wieder. Wow! Bricktrick, der Tricktipp. Mehr Tipps und Tricks. www.bricktrick.de